So, damit willkommen zurück hier auf Bumum TV mit dem letzten ESEA-Match des heutigen Abends, nämlich Fnatic gegen Very Games, die übrigens nochmal mit NBK, mit RPK spielen, der vor wenigen Tagen seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, dass er inaktiv geht. Und seitdem wird natürlich heiß gemunkelt, wer hier zu Very Games kommt. Und natürlich steht nur ein Name ganz oben auf der Liste und das ist Scream. Noch ist nichts offiziell. Alle erwarten irgendwie den Move. Mal gucken, ob er demnächst bestätigt wird. Aber darum soll es heute noch nicht gehen, denn wie gesagt, RPK nochmal hier auf dem Server und mal schauen, ob er hier nochmal ordentlich Gesichter verteilen kann in seinem vermeintlich letzten Spiel. Fnatic eben ganz gut gegen Anexis gespielt, obwohl ich, wie gesagt, Anexis eigentlich schon den Sieg gegönnt hätte. Dürfen jetzt hier auch mal als City starten. Vorhin mussten sie da als Terror anfangen. Und VG mit einem Arc Contact. Gehen jetzt raus. Trace macht da den ersten. Wieder Fnatic direkt geschoben, aber Existence. Netter Headshot mit P250. Die Frags fallen für Very Games. Sehr stark bisher, aber Shipnix auch stark. Ist ja vorhin leider nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Nur noch Freeze gegen 2. Tank. Oh, ein BK move den aus. Oh, verschießt er aber ordentlich. Freeze kommt auf Spot. Hat angefused. Oh, wichtiger Headshot von dem BK. Very Games sichert sich somit die Pistol. Sehr, sehr stark. Übrigens nicht wundern. Death Notice ist ein bisschen zu weit oben geraten. Aber im nächsten Update sollte sie dann wieder hier unten drunter stehen. Ist jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen größer, sollte für alle, die auf niedrigere Qualität schauen, besser zu erkennen sein. Beziehungsweise einfach, wenn man ein bisschen weiter weg ist, kann das ja auch helfen. So, Fnatic auf jeden Fall mit Eco machen da unten wieder gut Druck. Very Games konnte übrigens das erste Spiel. Ne, Moment mal. Jetzt bin ich gerade überfragt, ob Very Games schon auf Dust gespielt hatte. Ich glaube nicht. Ich schaue aber nebenbei nochmal nach. Wo ist denn da von Wall of Text? Die Frage, ob es sowas wie Wirefiles gibt von Conchiva. Nicht, dass ich wüsste. Nee, eigentlich nicht. Man kann auf der ESEA-Seite auf den einzelnen Profilen natürlich nachschauen, ob die Config hochgeladen haben. Das geht, glaube ich. Oder ob sie ihre Werte da eingetragen haben. Aber ansonsten gibt es sowas meines Wissens nach nicht. Schöne Action von Existence. Und ich schaue gerade, Very Games hat schon gewonnen gegen Virtus Pro auf das 2 mit 16-9. Also haben da auch schon ein Spiel absolviert, somit auch schon ein bisschen Erfahrung drauf gesammelt. Und jetzt gegen Fnatic war der Start mit der hervorragend. Aber Freeze war vorhin echt eine Bank. War auch in den Statistiken ziemlich häufig oben vertreten. War auch der Beste auf jeden Fall bei Fnatic. Also nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch gesehen. Man kann jetzt auch hier wieder den First Pick setzen. Kenny auch mit Gegenarbe. Guter Esa. Unterzahl aber für VG. Kenny verschießt da, aber war auch krasser Schlitz. Ist da die ganze Zeit am Reinschießen. Joker übernimmt dann noch das Tor. Und VG deckt erstmal ab. Haben noch 50 Sekunden jetzt. Werden sich sammeln und wahrscheinlich geschlossen A gehen, so wie es gerade aussieht. Gar nicht so eine schlechte Wahl. Haben da nur zwei Gegner. Haben also theoretisch sogar die Überzahl. Boah, kriegen sogar den ersten. Trace vielleicht gegen. Zweite Gegenfläche kommt. Oh,
springt gerade hoch, macht halt genau den Fehler, den wir schon mal letztens gesehen haben, dass er da hochspringt. Foggy hat ein gutes Timing und macht ihn einfach. Schön die Runde jetzt rumgedreht. Haben kein Equipment mehr, aber Kenny, gute Ausgangspose jetzt da hinten auf dem Plateau. Fnatic scheint nicht mehr zu suchen, ja. Haben dann noch gehofft auf einen leichten Frag, den haben sie nicht bekommen, deswegen einfach weg und VG steht da einfach auch super defensiv. Kenny da der Einzige, der da immer spottet. Seine Mates würden dann auf Refrag gehen. Schöne Runde von VG, schön gedreht, das 3 gegen 4. Genau die richtige Entscheidung getroffen, Frags gemacht. Trace da ein bisschen gefailt. Wenn er da nicht hochspringt, hat er wahrscheinlich ein, zwei Leute. Somit 4 zu 0 Führung. Auch hier, also Very Games auf jeden Fall der Favorit. Das sind sie eigentlich immer noch in jedem Spiel, außer gegen NiP natürlich. Waffen natürlich am Start. Fuck, ihm sneakt sich durch die Smoke. Schauen, wie Trace es diesmal handeln kann. Stop vielleicht gibt. Oh, die ist das richtig gut. Musste sich gerade alle wegdrehen. Oh, jetzt schon einer raus. Blind rausgelaufen. Mate auch zur Unterstützung. Trace macht wieder keinen. Existence auch nicht. Aber die Mates sind zur Stelle. Schön geschossen von RPK. Ah, MBK verschießt da. RPK kann da auch keinen mehr machen. Schießt Chip nix noch auf 5 HP runter. Schade, dass er den Frag nicht mehr kriegt. Aber erste Runde für Fnatic, für die Dänen. Hat sich's ausgezahlt, die Waffen zu sparen und der Rest dann nachzukaufen. Direkt angelegt, auch gut Schaden gemacht. Fries verschießt das erste Mal. Also diesmal kein First weg. Joker hat das gepusht. Trace ist diesmal mit dort. Fühlt sich am B jetzt wahrscheinlich nicht mehr wohl. Natürlich auch wichtig, von so einem Spieler dann die Info zu bekommen, dass man dann tauschen kann. Oh, Kenny S hat da. Oh, ich würde gerade sagen, der hat auch verschossen, aber der hat noch gesessen, der Schuss. Konnte sich dann noch zwei schnappen. Und jetzt RPK. Oh, beide CT-Spieler low. Sie müssen es ja eigentlich holen. RPK gewinnt auch das Duell Katas. Nur noch Ritter mit 5. Macht seinen dritten in der Runde. Auch der einzige, der bisher was umgeschossen hat. Sie wissen, wo er ist. Die Bombe haben sie noch nicht. Frage, wo die liegt. Boah, schön reingeduckt von Ritter. Schöner Headshot auch von RPK. Macht hier nochmal ein hervorragendes Spiel. In seinem Abschiedsspiel. Ja, so unterschätzen natürlich die meisten, wenn wirklich Scream nicht so ein intelligenter Spieler ist. Er hat zwar echt ultra krasses Aiming. Und so ein Team wie Very Games, die glaube ich wirklich sehr viel auf Taktik spielen, ist dann natürlich nicht so cool. Aber mal gucken, vielleicht kommt er ja nicht mal. Also. Weiß nicht, also wenn er. Das ist schwierig, also. Einerseits kann man sagen, warum ist er dann bei Imaginary raus? Wenn er nicht zu VG geht. Andererseits kann man genauso sich fragen, warum ist er noch nicht bei Very Games gelandet jetzt? Also warum hat man das nicht bekannt gegeben? Er ist ein Free Agent Karte quasi. Warum ist er noch nicht da? Wo ihn alle irgendwie hinwollen. Das kann man sehen, wie man will. Die Zeit wird es zeigen. Und ich denke, so lange wird es nicht mehr dauern, wenn das halt wirklich das Abschiedsspiel ist. Ich meine, nächste Woche geht es ja direkt weiter. Ich glaube sogar morgen schon gegen Maus. Bin mir aber nicht sicher. Dann nochmal schauen.
Also wird es höchste Zeit, einen neuen Spieler in den Account zu holen. Vielleicht machen sie auch erst so eine Trial-Phase wie bei Fnatic. Oh, Fries macht da weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Alter Fries. Komm, mach den letzten auch noch, damit du eine schöne LTV-Szene hinkriegst. Aber die kriegt er, glaube ich, auch so. Mit vier wirklich schönen Frags. Schön geaimt, wirklich jeder Schuss getroffen. Boah, extremer Minischnitz. Krass. Kenny mit Gegengabe. Auch Schlitz bei Shipnix. Schauen, wenn die Fries ihn dadurch einen Schlitz macht. Oh, Shipnix über dir. Schade. Leider kein Ace für Fries, aber trotzdem vier wunderbare Headshots. Headshots sage ich. Vier wunderbare Frags. So. Jetzt die Frage, werden zwei Flashes am Gürtel angezeigt überhaupt oder nicht? Mal, Fries müsste das sein. Wird angezeigt. So, er hat zwei Flashes, eine Smoke. Siehst du, Spattel, es werden nicht vier Granaten angezeigt. Fries hatte zwei Flashes, da sieht man es. Smoke hat er auch da am Dings und eine HE hat er auch. Die ist er jetzt losgeworden? Ne, hat die Smoke losgeworden. Also vier Grants werden nicht angezeigt. Fries mit seinem fünften Schuss in Folge, in der er den getroffen hat. Dann nach allerdings verschossen. Was Fries für Fnatic leistet, ist echt irgendwie ziemlich Ausnahme. Ziemlich krass. So, komischer E von Trace. Er konnte gar nicht dort sein, ohne Ansage von Fries. Schöne Provozierung. Also Fries wirklich wieder ein unglaublich starkes Spiel. Steht hier wieder zurecht am on top des Scoreboards. Trotzdem muss man sagen, die 6 Runden könnten, also müssten eigentlich schon locker reichen für VG. Haben hier auf jeden Fall alle Zeit der Welt irgendwie zu sparen, haben hier keinen Druck eigentlich mehr. Trotzdem natürlich jede weitere Terrorrunde enorm wichtig, um wirklich viel Vertrauen, mit viel Selbstvertrauen in die zweite Hälfte zu gehen. Meine Glock-Eco. Boah, kriegen sie wirklich Ritter nicht kaputt. So, 4-6, dann sind sie schon fast wieder dran, die Dänen. Wieder unten offensiv. Das hat er vorhin schon des Öfteren gezeigt. Fries wurde aber leck. Oh, ey, das witte ich gerade und dann macht er 2K. Oh, die AEs gegen Antipads sitzen. Fries macht wieder ein. Die Smoke hat einen gesehen. Nicht gemacht. Twitter, Shipnix. Holen sich die letzten beiden. Anschlussrunde als für Fnatic. Ich verstehe es auch nicht. Warum die vier Granaten nicht angezeigt werden. Wenn da wirklich vier Felder sein sollten. Kann eigentlich nur von Valve selber sein. Die Frage ist, ob es im Standard-GUI angezeigt wird. Ich vermute aber fast auch nicht. So, erneuter Eco von Very Games. So, da ist auch schon der Ausgleich da. Aber jetzt noch drei Runden verbleibend. Kenny auch wieder mit Aave.
Vielleicht sollten sie auch mal wieder was zum A spielen, mehr Druck auf die Mitte machen und dann hinten über Brücke gehen. Spieß macht natürlich nicht den Fehler. Zeigt sich da nochmal. Frisst jetzt aber die HE. Oh, die ging wirklich genau in seine Fresse. Kriegt trotzdem First Track. Wenn da zwei HEs kommen würden, wäre er halt tot. Er sieht die ja nicht mal fliegen. Oh, Existence auch mit A gegen Abe. Weiß nicht, ob das wirklich das Mittel ist, hier mit zwei AWPs gegen Fnatic zu bestehen. Immerhin 4 gegen 5, das ist machbar. Leider haben sie wieder keine Smokes, also da kommen sie halt ganz schwer durch dann gegen Fries, der glaube ich City Base steht, ja. Jetzt sind sie sich wahrscheinlich auch noch nicht mal sicher, wo es hingehen soll. Jetzt doch da durch, oder was? Oh! Gutes Timing für Kenny, beziehungsweise schlechtes Timing natürlich für Fries. Damit können sie nämlich auf A drauf. Dort steht aber Joker. Trace kann er wieder keinen machen. Also wirklich kein gutes Spiel von Trace bisher. Joker rechnet da noch ein Tor einen. War aber nicht der Fall. Wurde von RPK geholt. Kann jetzt auch die Bombe legen. Kenny sollte vielleicht wieder Plateau gehen. Jetzt ist es aber fast zu spät. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Bitter, bitter, bitter. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Bombe, ja. Ich meine, er hätte jetzt die 300 noch bekommen, aber das ist natürlich eher unwichtig. Die Runde wäre viel, viel, viel wichtiger gewesen. Vielleicht muss er einfach die Ordnung sortieren. Vielleicht von der 4 anfangen und dann zur 1 oder sowas. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wo der vierte Slot ist. Ob der vor der Granate jetzt ist oder nicht. Vielleicht mal umsortieren, wenn es geht. Es ist nicht Forest, es ist Fries. Nicht verwechseln. Oh, schön. Diesmal A raus. Trace konnte da wieder keinen machen, aber VG an der zur Stelle. Oh, verwirrend gerade. Vor allem kommt noch einer über T-Base. Oh, der Milkerl macht den Track. Also... VG auch wirklich unglaublich stark macht und den zweiten. Also es geht doch. Einmal zum A gegangen und zack, die Runde geholt. Trace kommt dort auf jeden Fall überhaupt nicht klar. Dürfte ja auch locker most harmless werden. Scheint es anscheinend nochmal zu spielen. Wieder alle Cutters sneaken sich durch die Smoke. Boah, aber das Prefire von Trace. Was für Schaden er damit schon gemacht hat. Boah, jetzt werden sie einfach nur auseinandergenommen. MBK wieder da seinen Move gespielt. Es war wirklich nochmal exakt dieselbe Runde. Boah, schöner Spray von MBK. Ah, und diesmal passt Fries in Cutters auf und Fnatic holt sich tatsächlich noch die Halbzeit. Haben einen 6 zu 1, 5 zu 0, 5 zu 1, irgendwie. Stand glaube ich 6 zu 1 oder so, haben sie noch gedreht auf einen 8 zu 7. Nicht schlecht, aber ob das reicht am Ende, ich wage es zu bezweifeln. 7 Terrorrunden, schon eine Menge, Menge Holz. Mal schauen, was sie in der Pistol auspacken.
baut hier über unten auf. Oh, die HEs. Enorm gut HEs schon. Krass, 20 und 18 AP. Also besser kann die Runde quasi nicht losgehen für Query Games. Boah, der nächste mit Low HP. Alter. Da kann man quasi direkt Kill eingeben, wenn es so losgeht. Sie haben noch zwei Smokes, also es wird wohl A gehen. So, sobald die liegt, wird Kenny wohl einfach noch reinhalten. Smith pusht auch schön. Also wissen genau gerade, was abgeht. Smith macht da 1, 2. Weiteres Prefire rein. 18 HP nur noch bei Freeze. Oh, und der wird auch von Smith geholt. NP dafür Very Games. Die HE ist einfach unglaublich stark. Unglaublich gut platziert. Damit auch die zweite Pistole. Wie es bei Nip steht. Okay, sie führen hoch. Zweite Map dürfen wir also noch komplett sehen. Wird wir aber auch nur bei einer weiteren Map bleiben. So, keine Chance für Fnatic da irgendwas auszurichten. 9 zu 8. So, vorhin hat Fnatic gekauft in der dritten. Scheinen sie jetzt aber nicht zu tun. Haben auch noch keinen einzigen Frag. Liegt wohl auch wohl oder übel daran. Da fehlt dann einfach noch ein bisschen eine Smoke, eine HE, irgendwas extra. Das pusht direkt. Kriegen dadurch aber auch einen First Frag. Vielleicht ein bisschen fahrlässig. Wie einfach die Frags will, der Existence. Er kriegt's natürlich auch. War vorhin auch Frags Leader. Frag Leader, zumindest Score Leader. Ist ja nicht nach Frags sortiert. Also den Aufbau, der interessiert eigentlich wenig, weil also wirklich erkennen tut man hier eh nichts auf der Map. Ich denke aber mit gut Gas unten, wollten da wieder schnell boosten, damit Freeze dort anlegen kann. Oh, Smith. Ich kenne ihn sogar mit dem ersten Frag mit AWP. Keine Schnitte. Gegen die Doppel-AWPs von Kenny S und Existence. Schön. 11 zu 8. Wirklich gerade null Probleme für VG, die Runden zu holen. GoTV Maximum liegt anscheinend doch nicht bei 250. Vielleicht gibt's auch keins mehr, weiß ich nicht. Oh, Trace, Wahnsinn. Das erste Mal, dass er im First Track setzt. Dem wirklich enttäuschenden City-Spiel. So, RPK und Kenny halten da die Cutters. Smith und NDK hinten die Brücke. Da gibt es eine kurze Einnahmefläche. Smith hat da keinen gesehen. So, schönes Doppel-Cutters, geht soweit auch eigentlich auf. Schräge Hit auf NBK-Saves. Smith mit dem Reflex. Sehr schön gespielt von ihm. Gutes Teamplay. Jokern. Der letzte gegen 3.
40 Sekunden noch. Laufig vielleicht ganz okay. Bei A, glaube ich, leichter zu holen ist. Auf das 1. Ich meine, wie soll er jetzt da durch gegen Penny? Gut, MBK zielt dort. Boah. Schade. Spielt das gut. Wartet, wartet und kriegt den Headshot. Und wenn Joker zum Leben kommt. Weil er sieht ihn doch. Oh. Uiuiui. Der hätte aber auch kurz abbrechen können. MBK passt doch auf, bringt die Arme mit. Ah, da wollte es Kenny safe spielen. Wäre vielleicht fast sogar besser gewesen, nochmal rumzuziehen. Lässt sich natürlich drüber streiten. Ich meine, er flasht halt gegen. NBK war halt ein bisschen weit weg. Hat da zu lange gebraucht zum Schieben. Als dass ihm dann noch hätte helfen können. Aber gut, auch Kenny verschießt mal einen Schuss. Nettig mit Eco. NBK unten schon ausgeschlossen. VG weiß schon mal genau, was abgeht. Und es ist... Nascht da wieder die Cobra in der Eco, ja. Nascht da die Eco wie eine Cobra. Ach komm, mein Stream, ey, geht die ganze Zeit an. Wieder über unten. MBK ersten gemacht. Hat von Smister Unterstützung. Kenny nimmt auch einen mit hinten. Cutter ist am Schlitz. Da wird es gar geboostet. Den kann er sich auch holen. Oh, ey, was die drücken. Krass. Spielen da so gut zusammen. Das ist bekannt. MBK mit den Safe Banks. Tja, und das ist wieder Jokern. Eine Minute auf der Zeit, auf der Uhr. Mit Ave. Viel Spaß. Boah. Schade, hat ihn gesehen, hat ihn, glaube ich, noch einen kleinen Hit gegeben. So, jetzt einfach nicht reindaddeln. Ich glaube, er wollte unten flashen, ja. Genau das sollte eigentlich die Flash werden. Tja, mal sehen. Es müsste eigentlich auf die Jagd gehen. Och, der Schlitz, ja. Mal schauen, ob Joker nach dahin zählt. Zeit jetzt ungefähr abgelaufen. Können die sogar noch kriegen? Nein, sie hitten sich selbst. Da unten ist er. Ach, schön. Er kriegt die noch. Sehr gut gemacht. Hat gerade noch so gereicht. So, mit 14 zu 8 Fnatic noch keine einzige Terrorrunde holen können. Und wenn es hier so weitergeht, dann wird es natürlich auch dabei bleiben. Wieder über unten, MBK wieder Opening. Da am Steg. Fnatic scheint gerade ein bisschen ratlos zu sein. Schieben jetzt wieder über Cut. Oh, hey. Kenny nimmt sie einfach auseinander in Cutters. MBK lenkt da ab. Ah, wiederum, also wirklich schönes Zusammenspiel. Ach, schade. Aber wieder schön abgelenkt von RPK, gutes Zusammenspiel. Einer zeigt sich immer, der andere zieht rum und dann halt andersrum. Draw schon mal sicher.
Und ein Comeback, so wie es vorhin Fnatic hingelegt hat, ist unwahrscheinlich. Heißt vermutlich, in wenigen Augenblicken kann ich rüber wechseln zu Nip gegen Extensive, aka LDLC, glaube ich jetzt. Wurden, glaube ich, heute verpflichtet von den die Franzosen. Einmal Arush gefällig. PK ein, Kenny ein. PK passt Tor auf. Kenny passt hinten auf. Nur noch Ritter, wie immer. Nee, vorhin war es Joker, wird ja rushed. Und das ist GG. VG gibt keine einzige CT-Runde ab. So viel dazu. Die, wie gesagt, die 6 Runden, selbst die 3 Runden hätten gereicht. Selbst eine lächerliche Terrorrunde hätte hier gereicht. Kratz an VG können ja somit ihren 4. oder 5. Sieg, glaube ich, in Folge einfahren. Noch kein Spiel verloren, noch kein Spiel abgegeben. Genauso wie Nip.